Willkommen zur 13. Folge unseres Playthroughs von Panzer Korps 2 der 1939er Kampagne. Nachdem wir auf der letzten Karte Sevastopol erobert haben, haben wir nun Fall Blau, also die Operation Fall Blau vor uns. Da geht es um den Einmarsch in den Kaukasus und um die Ölfelder. Auf der Karte ist einiges los. Die Karte ist auch wirklich groß. Und wir haben hier eine ganze Menge Zielstädte. Ah, sehr schöner Held. Ich demonstriere euch das mal. Also die Karte hat es größentechnisch echt in sich und wir müssen bis ganz nach hinten, um die letzte Zielstadt zu erobern. Wir werden diesmal auch ein bisschen umbauen. Als erstes schicken wir mal unseren Gustav in die Reserve, weil wir brauchen definitiv jetzt andere Einheiten. Dann holen wir uns aus der Reserve unsere Panzerjäger zurück. So. Und dann müssen wir Infanterieeinheiten umbauen. Und zwar haben wir, also erstmal frischen wir auf mit Elite-Nachschub. So. Das ist erledigt. Und jetzt werden wir die 18er Pioniere, das sind ja die ehemaligen Gebirgsjäger. Und die werden wir jetzt umwandeln in Fallschirmjäger. Denn aufgrund der Größe der Karte brauchen wir das einfach. Natürlich ohne Fahrzeug. Hat den Vorteil, pro Einheit werden zwei Felder frei. Das heißt, wir können dann gleich neue Einheiten kaufen als Verstärkung bzw. upgraden. Wenn es was abzugraden gibt, das checken wir natürlich als erstes. So, und die zweite Einheit ist umgebaut in Fallschirmjäger. Sehr schön. Dann haben wir jetzt sieben Felder frei. Das ist auch prima. Gucken wir als erstes mal, was denn so die Panzer hergeben. Ob es was Neues gibt oder ob es Prototypen gibt. Und was soll ich sagen? Sehr geil. Es gibt Prototypen. Und zwar den Porsche Tiger. Also das ist quasi ein Tiger 1, aber so wie er von Porsche designt wurde. Der hatte den Turm weiter vorne und dieser Entwurf wurde abgelehnt und die schon gebauten Fahrgestelle wurden genutzt, um den Elefant zu bauen. Aber da wir hier 15 Prototypen bekommen haben, werden wir unseren Panzer 4G umrüsten, machen ihn somit deutlich kampfstärker und schützen ihn auch deutlich besser. Das wird uns wirklich helfen. So, der Rest ist schon 4G, das ist top. Gucken wir mal, ob es einen neuen Panzerjäger gibt. Nö, da haben wir nichts. Dann gucken wir mal bei den Jägern. Nein, da gibt es auch kein Upgrade. Schauen wir mal, ob bei den taktischen Bombern was zu holen ist. Nö, da ist auch nichts. Okay. Dann haben wir jetzt quasi noch sechs Felder frei, für die wir Einheiten kaufen können. Da würde ich doch sagen, da kaufen wir uns noch einen Panzer. Da sind wir ein bisschen dünn aufgestellt. Nehmen da auch direkt einen 4G. Oder macht der N Sinn? Der N ist super gegen Infanterie. Aber ist gegen Panzer nicht so der Brüller. Allerdings verbraucht er auch nur zwei Felder. Das gibt uns wieder Möglichkeiten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, den nehmen wir mal. So. Wir haben ein bisschen wenig Artillerie. Mal gucken, was bekommen wir denn für vier Einheitenfelder? Der haut ja ganz gut raus. Frage mich, ob das sinnvoll ist oder ob wir eventuell auf Stux setzen.
Was kann er? 17, 8. 17, 15. Ja. Nehmen wir ihn. So. Prima, gefällt mir. Dann stellen wir mal auf. Ich würde mal sagen, da unten werden wir auf jeden Fall auch einen Flakgeschütz brauchen mit Reichweite. Und die schwere Artillerie. Panzerjäger wären hier sicherlich auch nicht verkehrt. Da nehmen wir mal einen Aufklärer dazu. Und ich denke mal, hier wird auch einiges an Panzern kommen. Nehmen wir da mal Jennes. Infanterie. Den gehe ich nach oben und dann runter. Das ist der Plan. Dann nutzen wir hier direkt mal zweimal Artillerie. Und wir brauchen natürlich hier oben auch Panzer. Ja, doch, ein Vierer noch. Und unsere Brocken packen wir hier hin. Frage mich gerade. Naja, das probieren wir. Und eine Infanterie kommt hier noch hin. So. Okay, damit haben wir alles aufgestellt. Wir haben jetzt noch einen Helden übrig. Und wir nehmen für unsere Fallschirmjäger-Einheiten, da gucken wir mal rein und schauen mal, ob der Verschanzungsbrecher, ja, der wird doch Sinn machen. Sehr schön. Passt. Okay, alles aufgestellt. Ab dafür. Fangen wir mal an. Sehr schön. Unser Nebelwerfer, so wurden die Raketengeschütze genannt, hat schon mal die Eröffnungssalve da reingedrückt. Dann ziehen wir jetzt hoch mit dem Heinkelbomber, der großen He-177A. Bombardieren weiter. Und sollten dann die feindliche Einheit eigentlich mit den Pionieren aus der Stadt treiben können. Perfekt.
Und das ist eine super Gelegenheit, um mit dem frischen Panzer 3N ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Geht kaum besser. Ach, und ich habe sogar vergessen, mit der einen Artillerie zu schießen. Ist ja ein Ding. Also Deckungsjäger dahin. Die Kavallerie können wir schon mal anknuspern. Sehr schön. Und hier klären wir erstmal auf. Ah, den Zug nehme ich zurück. Schön, schön. Und dann brettern wir mal vor und gucken mal, was da oben ist. Jagdschutz für unsere schweren Panzer, weil die sind einfach quasi Gold wert, könnte man sagen. Hier packen wir jetzt schon mal einen Angriff mit einem schweren Bomber hin. Vier unterdrückt. Na, das ist immer noch zu riskant. So, hier haben wir jetzt schon mal eine wunderbare Blockade, haben den Flughafen erobert und können damit jetzt auch schon mal anfangen, hier Bambule zu machen. Und einen Deckungsjäger. Und da stellen wir fest, da ist Kundschaft. So, da unten sollte uns eigentlich keiner entdecken. Der Plan ist hier abzuspringen, anzugreifen, hier abzuspringen und nach einem Höhenbomberangriff die Garde anzugreifen. Erste Runde lief optimal. Deckungsjäger, sehr schön und sehr effektiv. Keine gute Idee, einen Elite-Aufklärer anzugreifen. Und keine gute Idee, einen Tiger P anzugreifen. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee. Da hat das Deckungsfeuer durch unseren Jagdpanzer, durch unseren schweren Jagdpanzer wunderbar funktioniert. Genauso wie es sollte. Hier weichen wir erstmal auf. Und dann holt sich unser Sturmgeschütz hier Erfahrung. Den Rest machen wir dann mit dem Panzer 4. Und erobern auch direkt noch den Flughafen.
Das lief da schon mal super. Gute Runde bis jetzt. Gucken wir mal, ob wir die so weit unterdrücken können, dass der Panzer effektiv angreifen kann. Ja, kann er. Und das ist hervorragend. So können wir die ausschalten. Ja, sehr schön. Hier werden wir jetzt direkt verlegen, damit die näher dran sind und wirkungsvoll eingesetzt werden können. Und den Jäger müssen wir uns jetzt natürlich auch holen. Und zwar so, dass wir gleichzeitig noch Jagdschutz für den Tiger P haben. Großes Kino, der ist abgeschossen. Hier können wir jetzt richtig Schaden machen. Und können da ordentlich reinheizen. Da sind Flieger. Schöner Schuss. Da können wir direkt zwei Abschüsse verbuchen. Einer hat überlebt, das ist mal wieder typisch. Ja, die gepanzerten Kräfte haben wir dann hiermit schon mal soweit ausgeschaltet. Hier springen wir schon mal ab. So, das wird dann ein schöner Zangenangriff. Gehen wir mal durch, ob wir alles gezogen haben. Ja, alles gezogen. Dann gucken wir mal, was er so macht. Für uns war die Runde prima. So, jetzt muss die schwere Infanterie aber auch mal dran glauben. Ja, vorzüglich. Er hat die Gardeeinheit nach oben verlegt. Dann greifen wir mit dem zweiten Höhenbomber die Stadt an. Und mit der Artillerie auch noch. Und können uns dann mit den Fallschirmjägern hier die reguläre Infanterie schnappen, die es ordentlich erwischt hat. Hier müssen wir also runterziehen und müssen uns um die Kavallerie kümmern.
Ich würde ja ganz gerne. Ja, die sollten wir ausschalten. Holen wir uns die Geschütze und dann kann der Panzer 4 sogar noch angreifen, ohne großen Schaden zu nehmen. Hier blockieren wir schon mal, damit da keiner mehr reinkommt. Einen Jäger haben wir noch, den verlegen wir auch schon mal nach vorne. So, wir ziehen soweit vor und das machen wir jetzt mit den Einheiten auch. Schauen wir mal, ob wir alles gezogen haben. Die lassen wir da stehen, den lassen wir auch stehen. Damit können wir schon mal weiter. Sehr schön. Grenadiere sind einfach die Wucht, wenn sie verteidigen. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. So, jetzt kann es hier weitergehen mit dem Spaß.
Eine Gardeeinheit. Und nochmal auf die Gardeeinheit. Ja, da können wir mit dem Luftangriff schon mal vorbereiten. Und dann verlegen wir die auch nach vorne. Wenn wir gleich alles hier unten erledigt haben, reparieren wir bzw. frischen wir die falschen Mega wieder auf und werden die dann wieder Luft verladen. Dann werden die nochmal einen Angriff machen. Hier schauen wir mal. Ein Flakpanzer, das ist Mist. So, dann gucken wir mal, was er zu bieten hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht sogar russische Fallschirmjäger sind. Um sicher zu gehen, klopfe ich da mal mit Jägern an. So. Hier reparieren wir. Hier gehen wir mal rüber. Da brauche ich definitiv Infanterie, um da was zu reißen. Schön, schön. Da ist der nächste Russe. Ja, läuft doch wie geschnitten Brot. Den verlegen wir jetzt auch. Der kann nachrücken. Und dann greifen wir die Garde schon mal mit unseren Pionieren an und können dann mit den falschen Jägern nachfassen. Und ich stelle gerade fest, wir können ja auch da lang. Das machen wir auch mal. Den bombardieren nach, das ist ja übertrieben. Den greifen wir so an. Und dann ziehen wir den da hinterher. Hier können wir mal direkt nach vorne. Jagdschutz.
Und den verlegen wir auch. Das ist immer noch keine gute Idee. Reparieren. Und den auch noch vorne. Ja. Nächste Runde wird es wohl Regen geben, also keinen Luftwaffeneinsatz. Ja, es regnet. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier ran an den Butz. Erstmal mit unseren Pionieren die Katjuscha ausschalten. Mit dem Panzer 3N schon mal den Flughafen erobern. Artilleriefeuer, um die feindlichen Pioniere weich zu kochen. Und dann greifen wir da nochmal an. Genau. So, hier rücken wir nach. Deckungsfeuer, falls die Infanterie oder das Geschütz angreift. Die sind soweit okay. Ja, da oben komme ich so klar. Da ist auch nichts mehr. Also kann ich quasi hier hin. Ah, Mist, da ziehen wir zurück. Einen Tiger verloren, aber den kann ich ausgleichen. Den habe ich sozusagen noch. So, hier ist Auffrischen angesagt. Läuft wirklich gut. Sehr schön. Immer wieder schön, wenn sie die Grenadiere angreifen. So, jetzt weichen wir da erstmal den Panzer auf. Die Artillerie. Die Infanterie. Schön, schön.
So, ab in den Flieger. Und direkt noch hinterher. So, ganz herzhaft hier reingesammelt. Dann werden wir die Einheiten mal in der Stadt positionieren und uns hier auf Verteidigung einrichten. Das wäre auch erledigt. Ja, gute Runde, sehr gute Runde. Wir haben gerade mal 7 Züge gebraucht und sind schon auf der Mitte der Karte und haben den Großteil unserer Zielstädte schon erobert. Wir haben auch gut Prestige eingefahren. Ah, das habe ich mir gedacht, da kommt noch was. Da schicken wir doch erstmal... Oh ja. Da kommt noch einiges. So, soll er ruhig angreifen. Wir haben uns eingeigelt. Da ist noch mehr. Da würde tatsächlich ein schwerer Panzer da oben Sinn machen. Er ist dankenswerterweise rausgekommen. Schön, schön. Wir gehen auf jeden Fall schon mal sehr schnell vorwärts. Das ist viel, viel wert. Und wir verlegen auch wieder Flugzeuge nach vorne, um auch weiter ins Kampfgeschehen eingreifen zu können.
Nehmen wir den Jäger mal zum Aufklären. Ah, ein Panzerjäger steht da. Kommen wir mit dem Bomber dahin? Kommen wir. Ja, gute Runde, sehr gute Runde. Oben den Gegenangriff muss ich natürlich abfangen. Da kommt gerade einiges, so wie es aussieht. In Ordnung, wir ziehen da runter. Was ist das? Den schalten wir erstmal komplett aus. Den schwächen wir. Und die anderen Panzer sollten wir auch schwächen. Ja, den verlegen wir auch mal nach oben, denn da oben werde ich gleich noch taktische Bomber brauchen. Und ah, komm, die Jäger können da auch mitwirken. Da schicke ich auch noch einen Jäger hoch. Gute Runde. Gute Leistung vom Stuck. Ja, der T-34 wird auf jeden Fall gleich Ziel von einem Bombenangriff.
Erstmal den ausschalten. Dann den. Dann ziehen wir hier rüber und geben dem auch noch, was er braucht. Sehr gute Runde bis jetzt. Und hier machen wir weiter. Gefällt mir. Könnte sagen, großes Kino. Ja, mehr als gedacht, sehr gut. Perfekt. So habe ich mir das gedacht. Wenn das mal nicht eine großartige Runde ist. Oh. Kann man so machen. Gardeinfanterie, ja, das ist fies. So, und jetzt ist die Zeit gekommen, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Hervorragend. Ich würde sagen, sein Gegenangriff da oben ist quasi auch erledigt.
So. Dann bombardieren wir da unten mal eine Runde. Könnten dann eigentlich auch noch nachlegen. Ja. Auch gut gelaufen. Ja, das ist doch mal top. Und wir haben die Karte gewonnen. Fall Blau ist erledigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob als nächstes jetzt nochmal eine Moskau-Karte kommt oder ob wir vorher eventuell noch eine Kesselschlacht führen. Mal schauen. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge.